bitte, was kann ich Ihnen anbieten? Ich hätte gern bitte ein Brot. Kanlanbrot aus heimischen Produkten mit Kürbiskern, gekochten Kartoffeln, Walnusskerne und natürlich... Es ist ganz egal, geben Sie mir einfach irgendein. Egal ist es nicht. Weil es eben nicht egal ist, welches Brot man isst. Das hier ist Vulkanlandweizen. Aber ganz ehrlich, was habe ich davon? Ich möchte einfach ein gutes Brot, alles andere ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Sind Sie von hier? Wohnen Sie auch hier? Und es gefällt Ihnen auch hier? Ja, natürlich, deshalb wohne ich da. Und damit das so bleibt, braucht es eine ehrliche und langfristige Partnerschaft. Es fördert auch die landwirtschaftliche Vielfalt und es schützt auch vor Erosion. Und die heimischen Landwirte bekommen für ihren hochqualitativen Weizen mehr als am Weltmarkt. So bleibt auch die Wertschöpfung wieder in der Region. Klingt ja alles sehr interessant, aber das Mehl kommt ja eh von irgendwoher. Dann ist es ja auch wieder egal. Nein, denn auch hier ist der Vulkanlandweizen ein Qualitätsprodukt für den Landwirt, für den heimischen Bäcker und für den Konsumenten. Das finde ich ja gut, aber ich verstehe noch immer nicht, was ich davon habe. Bewusstseinsbildung für Grund und Boden muss weiter gestärkt werden. Denn gemeinsam möchten wir lernen und weiterentwickeln. Dazu gehört auch der Konsument.